Hallo, ciao und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Cooking. Heute machen wir Pizza. Warum mache ich jetzt erst Pizza? Warum? Ihr hat sich keine gewünscht, ja? Ihr könnt bei mir reinschreiben unten, ja? Kommentare. Lieber Domenico, warum machst du keine Pizza? Wir brauchen Mehl. Wir brauchen Zucker. 1 Kilo Mehl, ja? 50 Gramm Zucker. 30 Gramm Salz. 3 Gramm Hefe und 600 Milliliter Wasser. Zucker ist ganz wichtig. Es macht einfach hinterher die Arbeit viel leichter. Den kippe ich als erstes hier rein. So, es ist nämlich meistens so in den Pizzerien und Restaurants, ja, dass da zwischen 400 und 500 Grad teilweise die Pizza in den Ofen kommt. Das haben wir natürlich zu Hause nicht. Deswegen machen wir den Zucker hinein, ja. Wird alles hinterher einfacher. Wir sehen, wann ist die Pizza bereit, wann kann man die rausholen. Ja, ein kleiner Trick. Also, Zucker nicht vergessen zu Hause. Fange jetzt an und rühre jetzt einfach mal um. Ja, mit dem Kneter. Hinterher gebe ich meine frische Hefe rein. Verbrühe sie ein bisschen. Und das wird jetzt auch. Erstmal 2-3 Minütchen umgerührt. So, 2-3 Minütchen sind um. Jetzt fangen wir an. Salz als letztes, bitte. Ja, nimm das Salz, das kommt nachher rein. Ja? Jetzt fangen wir erstmal ein bisschen mit Wasser. Ganz wichtig. Genug erstmal. Mehr wie genug. Nach einer Minute nochmal einen Schuss rein. So, guckt mal ganz genau hin. Jetzt wieder ein bisschen rein. Und ein bisschen Asch noch hier drin. Ja? Also, wenn ihr mal eine Teigmaschine euch mal zulegt, habt ihr dieses Problem nicht. Hier kriege ich immer die Krise. Das passiert öfter. Deswegen ab und zu nehme ich dann den hier. Aber ich versuche mal diesmal ohne, ja? So, jetzt kommt der letzte Schuss hinein. Oh, das sieht schon wunderbar aus. Fertig soweit. Die Tusche rein. Jetzt kommt mein Brettchen. Ein bisschen Farina. Und jetzt kommt's. Einer mit. Und jetzt wird ein bisschen Manufaktur gemacht. Es wird mit der Hand jetzt gearbeitet, ja? So. Immer weiter kneten. Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen. Jetzt gebe ich mein Salz rein. Salz geht hinein. Und jetzt wird richtig geknetet. Immer weiter kneten, ja? Nicht nur 2 Minuten, ja? 2 Minuten heißt pfuschen. Das wollen wir nicht. Immer weiter kneten. Boah, guckt euch das jetzt schon mal an. Super. So. Wir sehen uns in circa 10 Minuten. Seht ihr? Viel Arbeit, ne? Kneten, kneten, kneten. Wie viele Minuten habe ich denn schon? 8? 10 Minuten, nicht pfuschen. Stopp. Läuft. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Einmal den Teig nehmen und immer sich reinrollen. Ja. Genau so. Und ganz wichtig, immer dazwischen irgendwas trinken. Ja, so Traubensaft oder so. Ja, Wasser. So, jetzt kommt die Waage. Und auch wieder, ja, ganz wichtig.
Da kann noch ein bisschen rein. 240, definitiv zu wenig. Ist noch sehr klebrig. Jawohl, guckt euch das an. 279, ja? Den lassen wir so. So, was ich jetzt hier mache, ich mache mir quasi gesehen ein Bällchen. Dann ein bisschen Mehl, dass das nicht zu sehr klebt, und rein. Und der nächste. Nochmal das gleiche. So. Na, noch ein bisschen. Also, wie gesagt, ganz wichtig. Immer, jawohl, auch 280 Gramm. Ganz wichtig. Die kommen, wenn die fertig sind, in den Kühlschrank für mindestens 8 Stunden. Das ist nicht mein Rezept. Ja, das ist ein Rezept, was ich jetzt seit neuestem mache, von einem super napoletanischen Pizzabäcker. Wenn ihr ratet, wer das ist, dann guckt ihr einen richtig coolen YouTube-Kanal. Ja. So, ab in den Kühlschrank. Ja, wir sehen uns in 8 Stunden. Die Zeit ist reif. So, was ihr für die Pizza braucht, sind die Pilates, ja, die ich gerade gesalzt habe. Mal schön umrühren. Dann Parmigiano, ja, der Parmesan. Den habe ich gerade gerieben. Dann Mozzarella und Basilikum. Wir fangen an. Was ganz wichtig ist, ich zeige euch das jetzt. Erstmal die Fläche gearbeitet, schön mit Mehl bescheuert. Und jetzt, guckt euch das mal an. Ja, macht den hier. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt. Und gleich geht das bei 230 Grad, weil mehr geht bei mir unten nicht. Und dann sage ich mal so zwischen 3 und 5 Minütchen. Dann gucken wir uns das an. Ja, guck mal. Jetzt habe ich mir den schon mal so weit fertig gemacht. Jetzt, ganz wichtig, hier immer den hier. Ja, dreht um. Der Rand soll Rand bleiben. Ja, irgendwo muss es ja auch sein, dass nicht die ganze Soße da geht. Jetzt nehmt ihr den, macht den. Ja, wunderbar, optimal. Jetzt wieder. Daumen, Zeigefinger und zack. Wie gesehen, nochmal. Hand halten, Daumen, Zeigefinger und schwupp. Und das war's. Nito. Jetzt habe ich mein Pizzablech. Ja. Ich persönlich, wenn ich das Pizzablech nehme, ne, guck mal hier, könnt ihr noch schön dran arbeiten. Schön mit Gefühl, ja? Nicht, dass der uns kaputt geht. Dann nehme ich einen ganz, ganz minimalen kleinen Schuss Olivenöl. Das Blechchen an. Einmal schön verteilen am Blech. Also habt ihr gesehen, nur ganz, ganz wenig. Ja? Bitte Leute, nicht so viel. Und ich kann das auch auf der anderen Seite. Zack. Und wunderbar. So, jetzt verteile ich das nochmal. Jetzt kommen meine Tomätchen. Ja, Pilates. Läuft die Zeit. Und jetzt. Eine Kelle reicht vollkommen aus. Nicht mehr. Eine Kelle reicht. Verteilen wir das. Jetzt kommt der Parmigiano. Der geriebene Parmesan. Nicht zu vergessen, ganz wichtig, ja, bei der Pizza. Basilikum. Basilikum muss, könnt ihr nicht drauf verzichten, muss drauf. Schön Basilikum drauf und anschließend als letztes nehmen wir den Mozzarella
schwören den auf. Und Pizza Pronto. Die tun wir jetzt in den Ofen ein. Und dann flippt die richtig aus, wenn ihr gleich seht, wie die aussieht. So. Die kommen jetzt in den Ofen. Ja? So, 4 Minuten sind um. Wir gucken uns die Pizza mal an. Nein, die braucht noch ein bisschen. Ja, also noch ein bisschen länger. Pizza pronto. Oh, 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 heiß. Heiß, 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 heiß. So. Mmh, riecht super. So. Jetzt schneiden wir unsere Pizza. Und dann sage ich euch, wie die schmeckt. So, jetzt gucken wir uns das mal ganz genau hier an. Hm. Oh, sehr heiß. Hm. Aber verdammt gut. Hm. Ich mache dann noch den hier. Seht ihr das? Teig ist durch. Ja. Optimal. Das war richtige Pizza di Domenico, ja. Das hier ist meine Pizza. So werde ich sie jetzt immer machen. Da werde ich nichts dran verändern, ja. Das ist von meinem neuen Mentor, von dem ich das gelernt habe. Buonissimo. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, ja, meine Pizza. Salute. Dann freue ich mich, wenn ihr im nächsten dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico und ciao.